Hallo, meine Naga-Freunde. Schaut euch diesen Hamster an. Er sieht ein bisschen so aus wie Nobby, mein damaliger Hamster. Leider ist Nobby tatsächlich letztes Jahr von uns gegangen und deswegen, meine werten Damen und Herren, noch eine kleine Schweigesekunde für Nobby. Aber daher, dass ich meinen Hamster Nobby natürlich vermisse, schaue ich mir hin und wieder gerne mal Hamster-Videos an. Und da wurde mir tatsächlich dieses Video hier vorgeschlagen von einem Hamster, der mal wieder in einem super abgefahrenen Mega-Gehege ausbricht. Und irgendwie finde ich diese Videos manchmal sehr süß. Und dieses Video hat ebenfalls 97 Millionen Views und da müssen wir zusammen mal reinsehen. Es ist mal wieder ein kleiner Hamster unterwegs und er sucht nach etwas Freiheit. Denn er ist eingesperrt. Und er scheint tatsächlich ein Faible fürs Zähneputzen zu haben. Okay, er hat sogar so eine kleine Mini-Zahnpasta. Wow! Wir haben da nochmal das... Oh, die Tür. Oh mein Gott, er kann einfach rausgehen. Was ist denn das für ein Gefängnis, wenn du da einfach so rausgehen kannst? Seit wann funktioniert denn... Ach, egal. Oh, er... Nein! Niemals! Ist der so schlau? Oh mein Gott, was hat denn der da aufgebaut? Der hat hier einfach so Filz genommen und das dann zu so regenbogenfarbigen Teppichen gemacht. Und diese Röhren hat er, glaube ich, auch aus Wellpappe einfach selber gebastelt. Und das ganze Ding steht tatsächlich einfach auf Karton. Und das hier sind einfach so klassische Eisstiele. Oh mein Gott, das ist echt cool gemacht. Und er benutzt, glaube ich, für sehr viele Sachen auch immer so Holzkleber. Ne? Oder diesen Heißkleber verwendet der wahrscheinlich. Holz und Heißkleber. Los, Kleiner, du schaffst es! Ja! Oh mein Gott, er ist so schlau. Er ist so schlau. Und jetzt über die großen Bälle. Oh mein Gott. Wow! Er ist unglaublich. Oh mein Gott. Das sind diese Bälle, dass wenn man die drückt, dann kommt da doch immer diese große Blase bei raus und sowas. Crazy! Oh mein Gott. Sieht ganz danach so aus, als ob wir hier einen sportlichen kleinen Sportsfreund haben. Oh wow. Und das sind jetzt wieder diese Bälle, die man kennt tatsächlich aus diesen Bällebäden von solchen Spaßländern und sowas. So ein klassisches Bällebad, das sind diese Bälle. Oh mein Gott, wie hat er denn das gemacht auf der anderen Seite? Der hat da wie so Drehscheiben mit diesen Popteilen dahin gemacht. Und hier hat er ebenfalls wieder diese Säulen mit dieser Art, naja, wie soll ich sagen, Filz sozusagen besetzt. Finde ich auch sehr cool. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Schaut euch das mal an. Oh, wow. Er sieht so süß aus, wenn er da drauf ist. Oh Gott, das sieht alles voll bunt und voll cool aus. Das ist echt, echt cool gemacht, Mann. Ich frage mich, wie diese Drehscheiben da unten funktionieren. Ich glaube, die sind mit Batterien betrieben. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Hey, guck mal, da ist so eine kleine... Da ist einfach so eine kleine Kacke von dem, die so runden dreht. Lässig. Oh, oh mein Gott, Alter, da sind so Falltüren einfach, wo der so runterfallen kann. Oh Gott. Ab durch die Röhre. Oh Gott, da hat er jetzt wie so kleine Pyramiden, die aufeinander gestapelt sind. Crazy! Los, Kleiner, du schaffst es! Los, geradeaus, du schaffst es. Einfach weiter hoch. Yeehaw! Und da vorne ist dieses Loch. Hey, das erinnert mich einfach an so eine Roblox-Obby einfach. Ist voll abgefahren. Ist eigentlich genau gleich sogar, nur dass es diesmal ein Hamster spielt. Okay, was haben wir hier? Hier sind so Holzplatten und ich denke, der Hamster muss es hinbekommen, die irgendwie vielleicht runterzudrücken. Das denke ich. Unten ist vielleicht Platz und man muss die runterdrücken. Ah, okay. Es sind einfach Löcher, wo er durchgehen muss. Los, Kleiner, du schaffst es! Yeehaw! Nice. Oh yeah. Oh yeah. Los, du schaffst es, Kleiner. Durch da. Ab durch die Hecke, Mann. Am Anfang war es bestimmt so geplant, dass der da so durchlaufen muss, aber ich glaube, das hätte der nicht geschafft. Oh, guck mal. Der Kleine. Das hat er super gemacht. Oh, das ist wie so eine Art kleiner Fahrstuhl jetzt gerade. So ein fliegender Teppich. Wow, ist einfach Aladdin. Oh, Junge, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat er, ist einfach rübergeflogen. Ah, das, so kennt man ihn. So, da hat er hier noch eine Röhre. Ah, okay, die kann er drehen, um das Tor aufzumachen. Selbstverständlich. Aber ich glaube, das mit dem Tor, das war nicht automatisch gemacht. Ich glaube, das haben die mit dem Finger gemacht oder sowas. Da welche Leute, die haben einfach so Wassergeräusche da eingefügt. Hä? Was? Ich bitte Sie, hallo? Jetzt läuft er hier wieder um die Ecke, da ist wieder ein weiterer Teppich. Und es ist alles so bunt, der Arme, Alter. Ich glaube, der kriegt doch bestimmt schon Augenschmerzen, so bunt ist alles. Oh mein Gott, da sind Spikes. Spikes, da hat er, glaube ich, einfach so Spikes auf so Eisstiele drauf gemacht. Oh mein Gott, wie er das wohl irgendwie handelt. Oh, okay, gut. Er muss warten, bis die Dinger sich tatsächlich gedreht haben. Dann kann er erst rübergehen. Nicht übel. Da wippt er auch nochmal rüber und ab durch das Rohr. So, was hat er hier? Ah, hier muss er so kleine, hier muss er die Dinger umschlagen, genau. Schlag sie um, Kleiner, du schaffst es. Komm, nochmal. Yeehaw! Oh yeah. Okay, okay. Nicht runterfallen, Kleiner, nicht runterfallen.
Und da holt er sich das nächste Ding. Der ist drin. Der Junge ist drin. Gut, aber er muss es kaum berühren. Guck mal, der drückt nur ganz, ganz wenig dagegen. Das fällt sofort um. Das ist richtig, richtig leicht gemacht sogar. Okay, nicht schlecht. Alright. Da geht er jetzt ebenfalls einfach ganz easy durch. Man muss schon sagen, also der hat schon echt einen richtigen Riecher, um vorwärts zu gehen. So, wenn man sowas aufnimmt, dann kann es ja sein, dass der einfach den ganzen Parcours anfängt, wieder rückwärts zu laufen. Das wäre auch so komisch. Vielleicht riecht er aber auch Essen. Das könnte auch sein. Vielleicht hat er hier irgendwie wie so eine kleine Essenspille. Und yo, niemals. Er dreht das Ding einfach auf. Yo, okay, nice, cool. So, jetzt hat er das Tor geöffnet und geht dahin. Yay, wow. Winner, winner. Chicken Dinner. Sehr, sehr nice. Okay, da hat er jetzt nochmal eine Kartoffel und ein bisschen Karotte bekommen. Nicht schlecht. Was es da aber auch noch gibt, ist noch eine andere Folge, die mich auch interessiert hat, wie die das gemacht haben. Weil da ist nämlich jetzt nochmal alles mit Minecraft-Sachen so. Das ist, glaube ich, so alles auch ausgedruckt, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Greenscreen oder so. Wir schauen mal rein. Also das ist jetzt sozusagen eine Minecraft-Folge davon. Sieht auch sehr abgefahren aus. Also irgendwie haben die da, glaube ich, alles ausgedruckt und dann irgendwie so gemacht. Oh mein Gott. Auch einfach diese originalen Minecraft-Hören da eingefügt, gell? So, what, Alter? Oh Gott, Alter, der lebt das Leben. Und dieser Hamster ist tatsächlich ein sehr fairer Hamster. Er macht immer die Tür zu. So, was haben die denn da? Oh Gott, einfach so richtig viel Never-Zeugs. So, dieses blaue Never-Gras ist da mit dabei. Und der hat ja auch überall so kleine Minecraft-Ausschnitzer. Okay, mal gucken, wie er sich da fortbewegt. Oh, das Ding hier, was er da gerade berührt hat, ist so ein Sensorteil, was dem Garden, der ihm hilft sozusagen zu sehen. Das ist nämlich ein großes Monster, was hier wahrscheinlich ebenfalls vorkommt. Oh ja, da ist es. Das ist der Garden. Auf jeden Fall, der kann nämlich immer nur dann sehen, wenn das tatsächlich mit diesen komischen Viechern, wenn da die Haare sich bewegen. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so schlecht animiert. Was passiert denn hier, Alter? Das ist ja überkrass gemacht. Crazy. Wir bewegen uns, Leute. Wir bewegen uns. Es geht vorwärts, es geht runter und wir haben da eine kleine Kiste am Start. Okay, er schaut sich die Kiste genau an. Wir gehen weiter vorwärts. Eine weitere Ender Chest, Double Ender Chest. Okay. Oh mein Gott, da ist einfach so ein Ding, so ein Hacke-Ding und der geht einfach drüber, weil er einfach schlau ist. Oh, oder geht er auch drunter? Nee, der geht nur rüber. Der geht nur rüber, der kennt... Oh mein Gott, wie souverän er das einfach gerade gemeistert hat. Also, wie kann man nur so ein Champion sein? Oh mein Gott, was? Alter, der kann das inzwischen richtig gut. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass er so viele Parcours macht, hat er das wirklich schon voll drauf, Mann. What? Schau sich das an. Der geht da einfach durch. Yo, hier, das sind die Guardians. Das sind die Guardians. Die Unterwasser-Guardians. Und geht einfach souverän von Level zu Level. Das hier ist aber Crying Obsidian. Das ist das gleiche wie Obsidian, nur dass es weinend ist, okay? Ist ein bisschen gemischt mit so blauer Farbe. Eigentlich auch ganz interessant. Okay, was haben wir da? Der Paper Anima Channel Portal. Okay. Oh mein Gott, was? Niemals! Oh, es ist so süß gemacht, oh Gott. Er ist einfach durch das Portal gegangen und hat sich dadurch in einen Papierhamster verwandelt. Oh mein Gott, er sieht auch ein bisschen aus wie eine Spinne, muss ich sagen. Oh Gott, da ist dieses Ding wieder. Und da kommt jetzt der Warden. Okay, und jetzt anscheinend beginnt gerade ein Kampf, okay? Und ich glaube, dieser Warden hier, der ist ebenfalls in Stop-Motion gemacht, mehr als Papierfigur. Abgefahren. Okay, der Kampf geht los. Oh, wow. Oh nein, Hamster! Oh, wow! Das ist einfach gerade Iron Man gewesen. Iron Man ist vorbeigekommen und hat einfach gerade den Hamster gerettet. Man kennt ihn. Diesen Kampf hätte ich mir nicht erträumen können. Oh, und da fliegt er weg. Okay, er bringt den guten alten Hamster wieder zurück. Oh mein Gott, ist das süß. Oh Gott, da kommt er raus. Da ist er wieder. Ah, so frisch wie noch nie. Okay. So, hier haben wir einen Pistenparcours. Wow, okay. Das bedeutet also, er hat hier diese Stäbe, die er wahrscheinlich von unten irgendwie bewegt. Okay, nicht schlecht. Oh mein Gott, es sind sogar richtige Pisten. Sehr, sehr cool gemacht. Jetzt muss er warten. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, sehr, sehr cool. Und jetzt geht's nochmal runter. Jetzt geht er auf den nächsten drauf und dann nochmal hoch, ne? Sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr. Okay, jetzt hat er eine Brücke. Die Brücke geht vorwärts. Es sind ein paar Spinnenweben unterwegs. Das bedeutet also, er hat da noch mal etwas Klebriges an den Füßen, ne? Kommt aber souverän durch. Okay, jetzt ist er in einem Lava-Level. Oh mein Gott, cool. Er hat sogar hier hinten sogar die Lava animiert. Nicht schlecht. Oh wow, das sieht echt cool aus.
Das ist eine gute Mischung aus Papier gebaut und mit ein bisschen Effekten. Wow! Was? Das sind einfach so fliegende Fledermäuse auf so Stöcken. Und unten hat er dann wie so eine Art Bambusstange gebaut, wo er die so alle dreht. Nicht schlecht. Und hier hat er sich einfach ganz, ganz chillig das Ding hier ausgeschnitten einfach und dann einfach da dran geklebt. Auch einfach an Pappe. Sehr cool. Hat immer noch diesen Minecraft-Look. Alter, das ist sehr, sehr cool gemacht, Mann. Das ist echt cool. Okay, was hat er jetzt? Ist das hier einfach jetzt draußen schon? Oh, er isst einfach ein bisschen die Blume. Oh Gott. Jetzt geht er raus. Jetzt ist er draußen. Ah, da ist sogar jetzt schon Dings, die frische Luft. Er geht aber wieder zurück. Ab in die Höhle. Oh mein Gott. Oh, Hamster sind so süß, Mann. Hamster sind so süß. Wirklich, es ist krass. Leute, Leute, es ist krass. Okay, meine werten Damen und Herren, das war mal wieder Roman reagiert auf Hamster-Videos mit Roman Romanski. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr einen Hamster zu Hause? Falls ja, wie heißt euer Hamster? Und falls nicht, was ihr von diesem Video gehalten habt. Meine werten Damen und Herren, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall unter shop.arizo.de vorbei, denn dort gibt es die besten Plüschtiere auf der ganzen Welt. Haut rein, Leute. Und ciao.